Der Abgang von Paul Pogba bei Manchester United blieb in diesem Sommer überraschenderweise aus. Real Madrid galt lange als sicherer Abnehmer für den wechselwilligen Franzosen. Nun äußerte sich Realstar Sergio Ramos zu einem möglichen Wechsel von Pogba nach Madrid. Die Tür bei Real Madrid ist für Spieler wie ihn immer offen. Er hat einen großartigen offensiven Einfluss und eine unglaubliche Physis, sagte Ramos dem Daily Express. United muss spätestens im nächsten Sommer handeln, da Pogbas Vertrag bei den Red Devils 2021 ausläuft. Im Sommer ist der Transfer von Schalkes Nabil Bentaleb zu Werder Bremen nicht zustande gekommen, auch weil sich der Algerier kürzlich einer Knieoperation unterzog. Eine Rückkehr ist für November geplant, allerdings ist fraglich, ob es der 24-Jährige bei Schalke zurück in den Kader schafft. Bei den Königsblauen war Bentaleb seit April suspendiert. Laut dem Bremer Fanmagazin Deichstube soll Werder im Winter einen Neuversuch beim Mittelfeldmann wagen. Das hängt aber wohl auch vom Heilungsverlauf seiner Knieverletzung ab. Bei Benfica Lissabon ist nach dem Abgang von Joao Felix mit Florentino Luis der nächste Rohdiamant ins Visier der europäischen Topclubs geraten. Laut englischen Medienberichten beobachten beide Manchester-Clubs den defensiven Mittelfeldspieler. Der 20-jährige Portugiese ist in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Stammspieler gereift. Allerdings geht sein Vertrag noch bis 2024. Die festgeschriebene Ablöse beträgt rund 100 Millionen Euro.